Freddy? Ist der Ja, Katja? Podcast auch wirklich keimfrei? Das sieht mir ziemlich suspekt aus. Ich weiß nicht, dadurch, dass ich... wobei, ich nehme ihn nicht in meiner Küche auf. Von dem her... nee. Denn du weißt doch, ich habe Angst vor Bakterien. Und an der Stelle einmal herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Auf geht's zum Thema Tarzan. Let's go. It's too late now. Ganz gleich. Oh mein Gott! Was für Sexual Content? Zweideutigkeit ist out. Das Make-up macht die an. Ich mag nicht mehr da. Flausche Hoodies und Oma Socken. Nadi, ist denn jetzt der Podcast wirklich kein Frei? Wir haben das natürlich klinisch getestet. Dieser Podcast ist absolut keimfrei, virenfrei. Ja, ihr könnt euch den ganz ohne Bedenken herunterladen, abspeichern, euren Freunden schicken, eurer Familie, wem auch immer, eurem Chef. Ja, einfach mal eurem Chef so eine MP3 vor diesem Podcast schicken und sagen, hier, hört ihr das mal an. Das ist gut. Das ist gut. Und wenn ihr jemanden total nicht mögt, der aber großer Ariel-Fan ist, schickt ihm auch den Podcast. Ja, genau. Wenn ihr jemanden so richtig auf die Palme bringen wollt, der Ariel-Fan ist. Ja. Grüße gehen raus an Wookie Max. Folge 2. Genau. Ja, und die 5 Sterne nicht vergessen, genau. Aber jetzt sind wir schon am... Das ist jetzt eigentlich, das wäre ja eigentlich... Danke für den Podcast. An der Stelle war cool mit euch. Ja, danke. Tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut. Na. Wir haben noch so einiges vor uns. Denn es geht ja heute um Tarzan. Den King im Dschungel mit seiner Liane. Man kennt ihn. Nerdy. Ja. So, ja. Erzähl doch mal... Und beim Grünzeug schwingt er sich auch durch die Gegend. Genau. Nerdy, erzähl doch mal, worum geht's denn überhaupt bei Tarzan? Du bist doch immer so richtig fancy dabei, immer so uns ein Update zu geben, worum es denn halt da immer geht. Ja, also Tarzan ist der 37. abendfüllende Zeichentrickfilm der Walt Disney Studios und erschien im Jahr 1999. Nerdy mit ein bisschen Pep. Okay, also Tarzan, ja, von 1999... ist also mittlerweile auch schon einige Jährchen alt und tatsächlich mein allererster Kinofilm. Ich bin damals, meine Mutter hat gesagt, komm, wir gehen ins Kino, wir gucken uns Tarzan an. Und, deine Mutter hat gesagt, komm, wir gehen jetzt ins Kino. Wir ziehen das jetzt hier nicht in den Dreck, das ist eine schöne Kindererzählung, okay? So. Du hast selber Mutter gesagt, selbst schuld. Das kommt halt manchmal einfach so raus. Naja, jedenfalls, ich erinnere mich sehr, sehr gerne daran, wie ich mir damals als Kind habe ich noch kein Popcorn im Kino gegessen, sondern immer so eine volle Dose M&M's. Das war großartig. Und dann war das der erste Film, den ich auf großer Leinwand gesehen habe. Und es war absolut fantastisch. Es war ein ganz, 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 ganz tolles Erlebnis. Besser als der zweite Kinofilm, das war dann Otto, der ultimative Katastrophenfilm. Naja. Mag sein, dass ich den damals lustig fand. Heutzutage sähe das anders aus. Okay, kommen wir zurück zu Tarzan. Ja, ich glaube, die Geschichte von Tarzan kennt jeder. Also, wenn irgendjemand im Chat noch nie den Namen Tarzan gehört hat, möge er das jetzt bitte schreiben. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass man noch nie dem Ganzen... Das wird sich jetzt niemand trauen. Das wird sich jetzt niemand trauen nach deiner Ansprache. Ich sag's vorweg. Okay, pass auf. Dann um das aufzulockern, ja, diejenigen von euch, die was zu beichten haben, so, ich beichte jetzt auch. Ich habe zum Beispiel, ich habe noch nie Der weiße Hai gesehen. So. Jetzt habe ich was gebeichtet, jetzt könnt ihr auch was beichten. So, jedenfalls. Ich esse gerade während des Podcasts, ich beichte. guten Hunger. Danke, es ist Salat. Von Salat schrumpft der Bizeps. Du hast auch nichts von den Simpsons gelernt, oder? Wieso? Was ist denn bei den Simpsons jetzt gewesen? Ich finde doch keine Freunde mit Salat. Ich will auch keine Freunde finden. Rate mal, warum ich so viel esse an Salat.
Gut, jedenfalls, Tarzan. Es geht natürlich um ein Kind, das mit seinen Eltern strandet quasi in Afrika nach einem Schiffsbrand, Schiffsunglück. Und die Eltern werden leider ziemlich schnell von einem Jaguar verspeist. Oder getötet zumindest. Weil, wie wir festgestellt haben, als wir diesen Film geguckt haben, man sieht tatsächlich in einer Einstellung die Leichen der beiden. Mhm. Das war mir gar nicht mehr bewusst. Mhm. Jedenfalls, dann ist dieses Baby alleine, wird dann aber aufgefunden. Also, weißt du, was ich nicht verstehe? Wieso das da nicht riecht? Wenn dort doch die Leichen sind. Sind es die Leichen oder sind es Attrappen? Wollten sie eventuell das Kind loswerden? Ich glaube, wir sind etwas ganz, ganz Wildem auf der Spur, mein Freund. Hm. Weil es müsste doch riechen wie Sau, wenn die dort halt verschimmelt wurden irgendwann. Und was passiert nach der Leichenstarre, Nerdy? Richtig, der Körper versuppt. So, aber und das ist eklig. Aber wir wissen ja, also, nee, jetzt mal ernsthaft. Es kann ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Zeit zwischen der Jaguar tötet die Eltern und die gute, hat die überhaupt einen Namen? Die Gorilla-Mutter? Mutter? Ah, ja, die Gorilla-Mutter? Carla, die dann eben, die hört das Weinen des Babys. Über Kilometer. Über Kilometer. Tarzan. Also, ja. Es kam dann auch direkt die Frage auf, ich weiß nicht, ob du sie gestellt hattest, so, haben Gorilla ein gutes Gehör? Und irgendjemand meinte sofort so, nein, haben sie nicht. Das war auch best einfach. Der Spezialist für Gorillas war da. Genau. Doktorarbeit wurde schon geschrieben. Der ist der absolute Profi. Und es war wirklich, war so, ja, natürlich, die hörtet über Kilometer, na klar. Und irgendeiner aus der Discord-Runde war so, vielleicht haben ja Gorillas ein gutes Gehör. Und er instant. Nein, haben sie nicht. Haben sie nicht. Haben sie nicht. Ja. Richtig jedenfalls, gut. Aber ja, Carla hört dieses Weinen über Kilometer oder so. Ja. Und kommt dann eben zu diesem Baumhaus, was die Eltern dort errichtet haben. Mhm. Findet die toten Eltern vor und dann eben dieses kleine, niedliche Baby, was da einsam in seiner Wiege liegt. Mhm. Und es kann, wie gesagt, nicht so viel Zeit zwischen die Eltern sterben und Carla kommt dahin vergehen, weil Baby Tarzan geht's immer noch super. So, der ist noch nicht verhungert. Mhm. Also es können nicht mehrere Tage vergangen sein. Und vor allem der Jaguar ist ja immer noch da. So. Ja. Und also deswegen, ich bin der Auffassung, das ist ein paar Stunden. Und der Jaguar maximal macht dem Baby Angst oder das Baby hat wieder Hunger und schreit deswegen wie ein Bekloppter. Ja, genau, irgendwie so, ja. Und genau, und dann Carla nimmt dieses Baby auf, weil sie kurz davor erst ihr eigenes Kind verloren hat, auch vom Jaguar getötet. Sie jetzt eben, da halt sich um dieses Baby jetzt eben kümmern möchte. Dieser miese, fiese Jaguar, reicht ihm nicht ein Kind, nein, müssen es auch noch die Eltern von anderen sein, ja. Echt mal, wirklich, Fleischfresser, schwierig. Ganz schlimm, ganz schlimm. Siehst du, deswegen esse ich Tofu-Würstchen, ich will nicht so schrecklich sein wie der Jaguar. Das arme Tofu-Tier. Die armen Tofu-Tierchen. Nein. Genau. Und dann beginnt der eigentliche Plot des ganzen Films eigentlich erst, dass Tarzan, wie das Kind dann eben von Carla genannt wird, bei den Gorillas aufwächst. Und aufwächst im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir sehen ihn am Anfang dann als kleinen Jungen. Der sich halt versucht, dort zu integrieren, der versucht eben, ein Gorilla zu sein und quasi Adoptivvater, der ihn aber nicht als seinen Sohn anerkennt, weil er halt kein Gorilla ist, ihn versucht er halt irgendwie quasi, gerecht zu werden, von ihm akzeptiert zu werden. Und das klappt alles nicht so super toll. Und dann später kommt natürlich die ganze Geschichte, wo Tarzan dann erwachsen ist, kommt dann natürlich, dass dann Menschen dort nach Afrika kommen. Ja, Jane Porter und ihr Vater, die Gorillas erforschen wollen, begleitet noch von Clayton, einem
Ja, er soll sie eigentlich einfach nur beschützen. Das ist seine eigentliche Aufgabe. Also Jane und ihren Vater. Ihren Daddy. Ganz kurz. Sie nennt die ganze Zeit ihren Vater Daddy. Ja. Was super triggernd ist, weil hier in sowohl in meiner Community mehrere sich Daddy nennen, wie auch wie eine ganz wilde Among Us-Runde bei mir auf Twitch gehabt haben, wo wir halt irgendwann halt einfach die ganze Zeit, sowohl die Männer wie auch die Frauen, die ganze Zeit immer so Daddy immer wieder gesagt haben und halt Leute so benannt haben. Obvious, als dann Jane, Daddy, guck mal, ich so, oh mein Gott, nein, es verfolgt uns überall hin. Hilfe, Hilfe, schon damals bei Tarzan wurde ganz laut Daddy geschrien. Vor allen Dingen die allerschlimmste Passage war, als sie dann los waren und halt irgendwie los mussten und sie dann so, Daddy, schnell! Oder schneller! Und ich so, oh Gott. Seitdem, dieser Film war bei mir so im Zweifel, die ganze Zeit, ich habe sie immer wieder verarscht, ne, beim Schauen. Beim Schauen die ganze Zeit verarscht mit, Daddy, lol, Daddy. Die ganze Zeit einfach. Ja, aber erzähl mal weiter. Genau, ja, Tarzan trifft auf Jane. Tarzan verliebt sich in Jane. Jane verliebt sich in Tarzan. Sie wollen aber auch irgendwie Tarzan dazu bringen, dass er sie zu den Gorillas führt. Weil sie sie erforschen wollen. Genau. Und ja, also so viel. Tatsächlich, wenn ich das gerade so Revue passieren lasse, das ist jetzt keine sonderlich diepe, komplexe Handlung. Ich meine, gut, okay, es ist ein Disney-Zeichentrickfilm. Welcher Disney-Zeichentrickfilm hat jetzt wirklich eine komplexe Handlung? Ich glaube, Glöckner von Notre Dame. Schreiben könnte, sind die Ausnahmen, wie Glöckner von Notre Dame zum Beispiel. Genau. Tarzan ist da wirklich sehr, 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 sehr simpel. Dass eben, wir haben diese Liebesgeschichte, wir haben dieses Jane und ihr Vater wollen die Gorillas erforschen, wir haben Clayton als den Antagonisten, der, wie sich dann gegen Ende des Films offenbart, der will die Gorillas halt einfangen und verkaufen. Und ja, das ist die Story von Tarzan. Mhm. So. Mhm. Ja, am Ende gibt's Happy End. Ja. So. Und das war's tatsächlich auch schon. Also grundsätzlich ist halt da auch von der Moral, von der Geschichte gar nichts zu holen. Gar nichts. Ja, aber das soll jetzt nicht so klingen, als ob der Film irgendwie, als ob der langweilig wäre oder sonst was. Nee, vor allem der geht auch relativ schnell, zügig vorbei. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es sich irgendwie halt zieht oder so, ne? Nee, der hat also diese 80 Minuten, die vergehen so schnell. Der hat ein hervorragendes Pacing. Und ist super kurzweilig und ich finde immer noch ein echt, echt schöner Film. So. Ja, wie gesagt, ich bin da natürlich so ein bisschen emotional vorbelastet, weil, wie gesagt, allererster Kinofilm. Aber nichtsdestotrotz finde ich, das ist ein echt schönes Ding. Vor allem auch, wie ich finde, mit einer sehr, 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 also wirklich sehr guten deutschen Synchronisation. Ja. Die ist nie bei Disney-Filmen wirklich schlecht, aber hier muss ich wirklich, also ich muss Anke Engelke einfach als Jane wirklich sehr positiv hervorheben. Ich finde, die macht das absolut fantastisch. Ja, die, weißt du noch, was hu heißt? Weißt du das Jane noch? Jane bleibt bei Tarzan. Ja, genau das. Also sie hat das wirklich gut gemacht, ja. Was ich wahnsinnig lustig finde, ist, ich dachte die ganze Zeit immer, dass Terk, also quasi die beste Freundin von Tarzan, dass die von der, ich komme gerade nicht auf ihren Namen, aber von der Sprecherin vertont wird, die Bart Simpson spricht. Ja, ist nicht? Ist nicht. Nee, das ist Heike Makatsch. Gut, ja, ich weiß auch nicht, wer Bart Simpson vertont, also... Ja, nicht Heike Makatsch. Also, ich habe nur mitgemacht, ich habe nur mitgezogen. Kennt ihr das Chat, wenn ihr so, ja, klar, natürlich, ich habe voll die Ahnung, na klar, ja, ja, die Synchron, ja. Ich habe den Namen aber instant wieder vergessen, wenn der Podcast vorbei ist, ne? Heike aber, irgendwas. Aber wir haben was festgestellt, was Terk betrifft, oder?
Ist es ein Weibchen? Oder was meinst du? Nee. Das meine ich nicht. An wen erinnert dich Terk? An meine beste Freundin. Es ist so krass. Die sind halt sich sehr ähnlich, ja. Vor allem von der Attitude. Von der Ausstrahlung und so sind die sich super ähnlich. Und die Haare passen auch mittlerweile. Auch ganz schwierig. Wir haben die ganze Zeit meine beste Freundin im Kopf dann auf einmal gehabt, als wir Terk dann halt gesehen haben. Die so, oh oh. Schwierig. Aber ich habe da direkt Fragen an dich zu dem Film. Mhm. Und zwar, erste Frage, wer ist dein Lieblingscharakter? Mein Lieblingscharakter? Schwierig. Ich glaube, es ist tatsächlich doch Tantor. Mhm. Warum? Aber mir ist auch aufgefallen, dass Tantor eigentlich doch gar nicht so mega lustig ist, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Was ich vor allem interessant finde, ist, Tantor ist ja, ne, ist der Elefant, so, und er ist ja derjenige, der am Anfang eben, als wo er auch noch klein ist, da eben am Wasser steht und halt diesen Spruch bringt, ne, ist das Wasser auch wirklich keimfrei? Das sieht mir ziemlich suspekt aus. Ja, wo du denkst so, okay, er ist ein mega Schisser und irgendwie, keine Ahnung, ne, vielleicht auch ein Honda, so, keine Ahnung. Mhm. Aber tatsächlich spielt das ja danach überhaupt gar keine Rolle mehr. Da werden gar keine weiteren Gags mehr in diese Richtung gemacht. Ja, aber ich glaube tatsächlich, er wäre es geworden, hätte er eben die beiden nicht, also Tarzan und die Gorilla Lady. Weil der ist ja damit Baby. Halt dann eben groß geworden. Und davor war er alleine. So. Ja. Vielleicht zeichnet das ja auch die Freundschaft aus. Dass Vielleicht, er sich dadurch ja. mehr traut. Weil er halt so ja. eine coole Gorilla-Kumpelinin hat. Ja. Vielleicht. Aber, in unserem gesagt, Freundeskreis haben wir ja schon festgestellt, dass Pauli die Gorilla-Dame ist. Wer ist Tantor? Goki Max. Okay. Okay. Goki, schöne Grüße. Hallo Goki, du bist ja auch hier. Was geht? Wir haben nicht über dich gesprochen. Das ist wie meinen einen Nein, anderen. Überhaupt nicht. Wir reden über einen ganz anderen Goki Max. Mhm. Es gibt ja so viele Leute, die Goki Max heißen. Mhm. Der wird mit einem O geschrieben. Genau. Genau. Ja. Und CK. Hm. Genau. Wir nennen ihn auch gerne Gurki Max. Ja. Weil er so gerne ja. Gurken ist. Aber das ist ein ganz anderer Typ. Gurki Max. aber das passt tatsächlich auch von meinem Bild. Also, Charakter ist Tantor. Ich finde ihn total unterhaltsam. Der ist halt nicht so dieses over the top. Sondern der hält sich noch im Rahmen und ich finde, es ist halt einfach super angenehm, wenn er Sprüche klopft. Außerdem ist er auch derjenige, der dann halt eben Mut beweist und das finde ich auch super. Ja. Und halt eben die meckernde Dame, Gorilla-Dame, dann halt wieder in die rechte Bahn rückt. So. Das finde ich halt super. Mhm. Das zeichnet halt von sehr viel Charakter. Und deswegen mag ich ihn auch. Mhm. Ansonsten ist es total funny, dass wir beide nicht Tarzan gewählt haben oder Jane, die Hauptprotagonisten von dem Ganzen. Aber was hältst du von Tarzan? Lass uns zu Tarzan kommen. Was hältst du von Tarzan? Glaubst du wirklich, dass halt ein, also halbwegs, also der soll ja 18 sein, so schnell, dass er lernen kann, was die ihm erlernen? Weil es ist ja super schnell. Auf einmal kann er sprechen, so what the fuck. Ja, ich frage mich auch so ein bisschen, wie lange sind Jane und Co. da wirklich vor Ort im Dschungel? Mhm. Wie viel Zeit
vergeht da. Weil, weil du hast recht, so. Allein das Sprechen lernen. Du bist 18 Jahre, was man übrigens tatsächlich anmerkt, dass der 18 sein soll. Nee. Der Urwald hat ihn gezeichnet. Ja, auf jeden Fall. Eine andere Erklärung gibt es dafür nicht. Du wächst 18 Jahre lang bei Gorillas auf. Mhm. Du weißt gar nicht, dass du ein Mensch bist. Du denkst, also du fühlst dich wie ein Gorilla, du weißt, du bist keiner, weil du siehst ganz anders aus. Das ist ihm schon klar, dass er nicht exakt das ist, was seine Familie und seine Freunde und so ist. Aber dennoch weiß er ja nichts über Menschen. Und dass er dann, er spricht zwar am Ende des Films auch immer noch sehr simpel, wenn er dann mit Jane und Co. spricht, aber dennoch, also, ich meine, ich würde jetzt mal behaupten, als jemand, der bei Affen aufwächst und dann die menschliche Sprache zu erlernen, ich würde behaupten, das ist schwieriger und langwieriger, bis man das halbwegs gut kann, als keine Ahnung, in ein neues Land zu kommen und diese Sprache dann zu lernen. Ja, weil das sind ja auch ganz andere Laute. So, genau. Es ist ja, das eine ist ja fauchen und das andere ist ja wirklich reden. So, deswegen, es ist halt super, also ich war halt wirklich so, wie lange waren die denn da, dass der halt so, oder ist der hochbegabt? Kann ja sein, dass der hochbegabt ist. Ey, dann wissen wir ja nicht. Aber auch hochbegabten Status kann man ja verlieren, wenn man das halt nicht fördert. Deswegen frage ich mich, inwiefern, also wie schnell hat, also ja, es ist Disney, beruhigt euch, wir wissen, mit ganz viel Magie und Fantasie. Er wurde bestimmt gefördert, weil er war bestimmt auf der Gorilla-Universität. Ja, safe. Nee, aber es ist halt, das ist unser Job hier, so eine Frage zu stellen, okay? Da, wo halt immer Fragezeichen im Kopf aufploppen, boom, wir sind da. Und ja, wie gesagt, bei mir war halt so, boah, wie lange ist denn, was? Weißt du, und ich war halt auch so, ich kann mir halt bei ihm, bei Gott nicht vorstellen, dass er halt auch so ein Verständnis hat. Er hat ja auch so super viel Verständnis und lernt ja von alleine super, sich zurechtzukommen. Da hatte ich ja auch den Spruch gebracht, so schaut, Männers, der gute Tarzan bringt der Jane von alleine Blumen, die muss gar nichts sagen. Der hat das auf dem Bild gesehen und dachte sich so, oh, war ich auch. So, ja. weil einfach so dieses Verständnis, auch das ist ja nur ein Bild. Man sieht, dass sie so irgendwie zu dem Typen guckt und er zu ihr und halt irgendwie die Hand da so hinmacht. Er weiß doch gar nicht, was das für ein Szenario ist. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja keinen Anhalt, dass das halt irgendwie eine Liebessache ist. Es könnte ja auch seine Schwester sein und es ist bei den Menschen komplett normal, dass man das der Schwester gibt. So, weißt du, so, es gibt halt, deswegen, es war halt so für mich so, wieso dieses hundertprozentige Verständnis der Kultur, die dort dargestellt wird. So, manchmal haben wir ja auch, also zum Beispiel, es gibt ja halt das Peace-Zeichen, ne? Kennst du? Peace. Ja. In einem anderen Land, wenn du das halt andersrum hast, dann könntest du eventuell dafür in eine Schlägerei geraten. Weil das halt eben die Wahuhu und so weiter bedeutet und dann kriegt man halt irgendwie Ärger, das ist halt quasi du Otze so. Und das bedeutet, es gibt ja bei uns schon super viele Sachen, die man halt eben, was suchst du? Ich suche mein Handy. Achso. Es gibt ja bei uns schon super viele Sachen, wo man ins Fettnäpfchen treten kann und dann bei jemandem, der so gar keine Ahnung von der Zivilisation hat, schwierig. Weiß ich jetzt nicht. Das sehe ich nicht. Ja, also vor allem, wenn wir halt wirklich bedenken, also was wäre denn ein realistischer Zeitraum für so eine Expedition? Wie lange können die da im Dschungel mit Vorräten und so weiter überleben? Na, wenn ein Schiff immer wieder. Und wir reden von der Zeit. Wann ist das? 19. Jahrhundert. Zeit von Königin Victoria. Ich würde schon. Sind die da, ja, was sagst also ich du? Ich würde sagen, maximal sind die ein paar Wochen da. Ich sag auch, also ich hätte jetzt auch einen Monat gesagt. Da sind wir ja beide ganz gut dabei.
Ja, ich glaube, ja, Monat wäre, glaube ich, schon so das Maximum tatsächlich. Ja. Deswegen, ja. Und in einem Monat dem komplettes Verständnis einzubläuen, weiß ich nicht. Mhm. Und er ist mir suspekt. Ich weiß nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ich werde mit Tarzan nicht warm. So, ist der Tarzan auch wirklich keimfrei? Nein, Kinder, ist er nicht. Finger weg von Tarzan. Der war in ganz verschiedenen vielen Jahren dran. Wir wollen nicht, dass sich irgendwas überträgt. Das ist wieder so falsch. Und es war extra. Naja. Aber er ist mir irgendwie suspekt. Ich weiß nicht warum. Kann halt sein, dass wenn du dir überlegst, es kann halt sein, dass mir Tarzan so suspekt ist wegen diesem superschnellen Fortschritt. Denn wenn du überlegst, dass beim ersten Treffen mit Jane er keine Ahnung von Privatsphäre hatte und ihr super nah kam. Das heißt, den Grundprinzip von Ein-Arm-Abstand gibt's halt da schon mal gar nicht. Das bedeutet, alles von Anfang an beibringen. Und dass er das halt so instant gemacht hat und alles prima, zack, zack, zack. Weiß nicht, der ist mir zu suspekt. Nee, nee. Ich werde mit ihm nicht warm. Jane mag ich, ihn mag ich nicht. Er ist mir zu, da ist so für mich so im Kopf so, der führt doch was im Schilde. Der klaut doch all deine Steine, wenn du nicht aufpasst. All deine Steine klaut der aus dem Garten. Ich finde, Tarzan ist halt... Er ist mir zu glatt. Ich finde, er ist keine sonderlich interessante Figur, obwohl sie eigentlich ja eben einen interessanten Hintergrund hat. Also einfach nur dieses bei Tieren aufgewachsen ist ja prinzipiell erstmal interessant. Aber irgendwie ist er dann doch, er ist kein sonderlich tiefer Charakter. Er ist nicht sonderlich charismatisch. Ja. Also er ist überhaupt nicht charismatisch. Das meine ich halt mit, er ist zu glatt. Und ja, weiß ich nicht. Also, wenn ich jetzt eine Rangliste. Oh, vielleicht müssten wir sowas mal irgendwann mal als Bishop-Podcast machen oder so. So irgendwie so Rangliste, Charaktere, so Helden, Bösewichte, wie so. Naja, jedenfalls, der wäre relativ weit unten. Also, ich finde ihn ziemlich langweilig tatsächlich. Das Einzige, was halt bei dem Film richtig gut funktioniert, sind die Tiere. Das, was halt richtig gut funktioniert, ist die Musik. Die Optik. Weil neu, Urwald und so. Und Miku, dazu kommen wir gleich. Das funktioniert halt fantastisch mit und halt dieses Er wird groß. Ist halt dieses, was halt auch Herkules hatte, ne? So dieses Er wird sich behaupten. Er wird groß sein und er wird was Krasses reißen, so. So das. Aber ansonsten. Ja. Nein, ich. Also, wenn wir bei Charakteren sind, ich. Ja. Ich mag. Also, Carla ist eine super tolle Mutter. Wirklich Mother of the Week. Mother of the Month. So, wirklich. Die ist ganz, 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 ganz toll. Ich mag auch Kerchak. So. Oh, ich will so gerne einen Satz sagen. Aber ich weiß halt nicht. Doch, ich sag ihn jetzt. Aus einem Film habe ich den Satz gehört, dass halt jemand zu einem anderen gesagt hat, so, nein, du bist nicht dumm, du bist der geborene Vater. Und für mich ist halt sie die geborene Mutter. So, von Grund auf ist sie einfach super also sie hat so einen krassen Beschützerinstinkt. Es gab ja auch halt so diese direkten zwei Vergleiche, einmal sie, wie sie mit Tarzan umgeht und alles. Und einmal eine andere Affenmutter, die dann so voll genervt einfach diese beiden Affen auseinanderhält und einfach nur schläft. So. Und sie gar nicht so. Und es gibt halt so Charaktere, die sind obvious für die Mutterrolle da. Und das ist Carla. Ja. Die Übermutter, genau. Ja, wie gesagt, Kerchak mag ich halt auch so, weil er ist halt... Er ist auf der einen Seite, ist er halt schon dieses Alpha-Männchen, ne? Der Silberrücken. Der aber halt auch diese Position wirklich sehr, sehr ernst nimmt. Also dem halt auch wirklich es wahnsinnig wichtig ist, dass es seiner Familie, seiner Affen, wie nimmt man das denn bei? Ist dir mal aufgefallen? Ist dir mal aufgefallen?
Weiß ich nicht, doch, vielleicht schon. Aber ist dir mal aufgefallen, dass er der einzige Mann dort in der Runde ist? Horde. Horde. Bei Affen spricht man von, also bei einer organisierten Affengruppe spricht man von einer Horde. Okay. Okay. Ist dir mal aufgefallen, dass er das einzige Männchen ist? In dem Alter? Wo er die ganzen Mädels schwängern könnte? Das heißt, er hat einfach, das sind alle seine Kinder. Wahrscheinlich, ja. What the fuck? Es sind super viele kleine Babys da. Mhm. Und Disney macht es halt voll auf romantisch und sagt halt so, das ist halt jetzt irgendwie Carla, die hat irgendwie ein Kind bekommen, das wurde abgeschlachtet von okay, das ist jetzt nicht der romantische Teil, den ich meine, den Disney gemacht hat. Den habe ich jetzt nicht gemeint. Aber so voll auf romantisieren von wegen so, er und sie und das war ihr Sohn von den beiden und so. Ja, nee, der hat auch gefühlt alle anderen Gorillas gebankt bis zum geht nicht mehr. Und es sind alles deren Kinder. Auch alles seine Kinder. Auch hier die Gorilla-Tante da. Mit den coolen Kumpels, die sie hat. Das sind alles ihre Brüder. Alles. Und Cousin kann ja gar nicht. Das ist ja wirklich komplett Bruder. Alle. Ja. Ich finde die Vorstellung ganz schwierig. Ja. Voll romantisch. Das Baby wird von einer Raubkatze getötet. Das habe ich nicht gemeint. Ihr wisst, was ich gemeint habe. Ich habe gemeint, dass die das so romantisiert haben, dass halt Carla und der Weißrücken nur das Pärchen ist. Dass sie das halt so als Fokus gesetzt haben. Dabei ist es halt einfach alle Affen dort, alle Kinder dort. Silberrücken, dankeschön. Alle Kinder dort sind von ihm. Aber das entspricht ja auch nur der Realität. Weil ich habe das jetzt gerade nochmal gecheckt. Aber Disney romantisiert das, weil das halt eben so ein bisschen nicht rüberkommt. Ja, ja, natürlich, klar. Aber wie gesagt, es entspricht der Realität. Gorillas sind polygyn. Das heißt, nur das dominante Männchen pflanzt sich mit den Weibchen der Gruppe fort. So. Mhm. Und Kerchak ist halt der Alpha. So. Er ist der Größte von allen. Er hat den Silberrücken. Ja, er ist der Älteste. Aber wie gesagt, er nimmt halt auch diese Rolle als Beschützer dieser Horde wirklich sehr, sehr ernst. So, er möchte auch wirklich, dass es allen gut geht, dass niemand irgendwie verletzt wird und sonst was, dass niemand in Gefahr gerät. Ja. Und es ist ja auch zum Beispiel auch so, dass er ja dann tatsächlich auch, es kommt ja dann, also wie gesagt, er akzeptiert Tarzan die ganze Zeit über nicht, wo er ein kleines Kind ist. Und dann wird Tarzan aber älter. Und Tarzan, er legt ja dann ungefähr nach, weiß ich nicht, 30 Minuten des Films oder so, erlegt er ja diesen Jaguar, der eben das Kind von Carla getötet hat, der Tarzans Eltern umgebracht hat. Ja. Und der immer eine Gefahr für diese Horde dargestellt hat. Ja. Und das ist der Moment, wo Kerchak ihn dann akzeptiert, wo er sagt, alles klar, okay, du bist einer von uns. So. Einer von uns. Au. Hi, hab Mua. Ja. Genau. Ja, erzähl mal weiter. Und alles kommt dann natürlich, es kommt dann direkt allerdings wieder ein neuer Konflikt zwischen den beiden, weil dann auf einmal im Instant die Menschen im Dschungel sind. Und Tarzan ist super interessiert an denen. Frage, ja genau, aber glaubst du, weil halt eben, guck mal, als Silberrücken, ne? Dir ist die Sicherheit deiner Leute super wichtig, dann würdest du doch dahin gehen und gucken, was das ist, wenn doch die ganze Zeit geknallt wird oder nicht. Theoretisch würdest du doch wissen wollen, was das ist und nicht einfach hingucken, böse grummeln, grunzen und sagen, nee, wir gehen jetzt. Glaubst du, er hat die schon mal gesehen? Glaubst du, er weiß ganz genau, was halt Tarzan ist? Ich glaube schlicht und ergreifend einfach nur, dass er große Angst hat. Ja, könnte auch sein. So, weil er dann auch wirklich ganz klar sagt, Tarzan, halte dich von den Menschen fern. So. Aber woher weiß er denn, dass es Menschen sind? Erzählt Tarzan das dann nicht? Weiß ich nicht. Nee, er weiß es doch, also, oder was heißt, er weiß, dass es Menschen sind, aber sie treffen ja aufeinander. Relativ früh dann im Film. Mhm, ne? Weil
Terk und ihre Freunde da und Tantor, die kommen ja dann da in das Lager und machen da ja fette Party. Ja. Machen ja mit allen möglichen Musik, was eine schöne Szene ist. Ja, vor allem dort haben wir auch ein Easter Egg. Genau, erzähl. Weil das schon im Chat erwähnt wurde, es gibt dann eine kurze Einstellung. Tantor sieht dann da die ganzen Objekte und fürchtet sich vor denen. Er fürchtet sich dann eben auch vor einem Teeservice-Set, was da auf dem Tisch steht. Und naja, die Kanne und die kleine Tasse, das sind Madame Poutine und Tassilo. Ja. Ja. Das ist schon ein süßes Easter Egg. Ja, auf jeden Fall. Und genau, die machen da Rambazamba, machen alles kaputt. Weil sie halt denken, so, oh, guck mal, das macht interessante Klänge. Komm, wir machen jetzt Musik damit. Ja, genau. Man kennt's bei auch. Und dann kommen halt Tarzan und Jane und der Vater und also der Danny. Vater! Daddy! Und Clayton zurück in das Lager. Ja. Und treffen dann da eben auf Terk und Co. Mhm. Und da ist soweit dann noch alles cool. Und dann taucht aber Ketchup auf. Ja. Und da sieht er halt, wer das halt so ist und so, aber genau. Was ich halt so schwierig finde, so wenn ich er wäre, hätte ich ja irgendwie schon bevor, also er hatte die Gefahr quasi schon gerochen, so, vor allem von der Flinte und so weiter, die halt ja der Dude da die ganze Zeit umher nimmt, aber irgendwie so dieses unfassbare Desinteresse finde ich komisch. Dieses unglaubliche Desinteresse dem Ganzen gegenüber finde ich ganz komisch. Ja, ich glaube, es ist... Er erinnert mich halt auch so ein bisschen an der Stelle, wo ich gerade so drüber nachdenke, an Triton. Ja! Der halt auch einfach grundsätzlich sagt, Ariel, halt dich von den Menschen fern. Genau. Oh. Ja, okay, stimmt, da gehe ich mit. Die sind alle schlecht, die sind eine Gefahr für uns. Jeder. Mhm. Gut, gehe ich mit, ja. Und wie gesagt, also Jane finde ich fantastisch gemacht. Ich finde ihre neugierige Art voll toll. Ich finde, dass sie halt dieses unfassbare Gutherzige hat. Auch, dass sie halt so sweet reagiert, als sie sich dann halt in Tarzan verliebt hat und so. Mhm. Aber was das für ein Insider ist zwischen mir und Nerdy, jetzt kommt später. Haben wir halt einfach eine sehr schöne Mischung, also vor allen Dingen, weil sie halt so ausgewachsen ist und ihr Vater ist halt wieder so super klein geraten. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber das ist halt super funny und es ist halt generell ein schöner Film. Also grundsätzlich einfach nur ein schöner Film. Tatsächlich gibt es aber halt eine Frage, die von Firu aufkam, der hat mir was geschickt. Und jetzt, liebe Podcast-Zuhörer auf Spotify und so, tja, schon scheiße, wenn ihr nicht bei mir im Stream dabei seid, aber ist ja jetzt nicht schlimm, kann man ja dann auf YouTube nachgucken. Sollte man auch auf YouTube nachgucken, ich habe ein Bild. Und du musst mir jetzt mal erklären, ob das so logisch ist, weil ich finde schon. Bist du bereit? Bin bereit, ja. Okay, diese letzte Szene, erinnerst du dich? Lady, ja. Wo der Vater da halt auch mit Lendenschutz und so, er hält mit beiden Händen die gute Jane fest. Und die Liane ist hinter ihm. Wie? Ja. Es gibt nur eine Lösung. Mit seinem Po hält er sich an der Liane fest. Siehst du das? Es gibt nur eine Lösung. Anders geht es nicht. Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet, ne? Ja. Ich muss mir das jetzt nochmal in guter Quali angucken. Die Liane ist hinter ihm und nicht vor ihm. Und er hält sich halt mit seinen Füßen auch da fest, aber so grundsätzlich wie? Ja, das ist ja funny. Ja, aber er kann sich ja nicht nur mit den Füßen festhalten, wenn er ja Jane als Gewicht halt vorne hat und die Liane hinten. Das geht halt ja nicht. Dann würde er ja volle Kanne nach vorne fallen. Die Füße sieht man ja. Doch, er ist Tarzan. Tarzan kann alles. Ja, ja. Außer flüssig sprechen. Aber ansonsten kann er alles. Das nicht. Aber gib ihm noch ein paar Jährchen, dann kann er's. Es ist ein gutes
Po-Training. Ja. Der stählerne Leanpopo. Genau so sieht's aus. Ja, doch. Also man sieht schon, er hält sich mit den Füßen an der Liane fest. Aber wie das physikalisch funktionieren soll? Ja. Schwierig, ne? War ich auch so. Wait a second. Aber ja, grundsätzlich bei diesem Film darf man halt nicht auf Physik gehen oder auf Medizin. Sie surfen auf den Ästen. Nein, tun sie nicht. Sie schwingen da zu der Zeit. Ja, nein. Ja, ach so, ja, aber physikalisch. Aber, immer Physik. Sie surfen auf den Ästen. Ja, und die Hornhaut will ich sehen. Was ja schon irgendwie mega cool ist so. Und ich habe ja auch damals das Tarzan-Computerspiel gespielt. Und da gab es dann eben auch so Surf-Levels. Mhm. Und das war cool. Aber klar, aus physikalischer Sicht ist das so, wie soll das funktionieren? Ja, vor allen Dingen Splitter. Haben die alle Bäume da mit Seife eingeschmiert oder was? Vor allen Dingen Splitter. Aua. Boah, ich musste halt schon von mehreren Leuten Splitter entfernen, ne? Das ist ja so eine Tortur. Digga, da ist nicht mal ein Splitter bei ihm im Fuß, das ist ein ganzer Baum. Ja? Also, ich weiß nicht. Bei ihm, alles, was medizinisch ist und physikalisch, kann man aus diesem Film rausstreichen. Ist halt wie bei dem späteren hier Spiel, was wir spielen, without Physik. So. Mhm. Und dann finde ich tatsächlich die Szene ganz interessant. Darüber will ich auch noch mal kurz reden, bevor wir in die Thematik von unserem Event kommen, wo wir waren. Und zwar... Wollten wir das nicht als extra... Ich weiß, für die Leute im Livestream ist es jetzt egal, aber wollten wir das nicht als extra Folge machen? Ja, genau. Aber wollten wir das nicht heute machen? Ja, aber deswegen sage ich ja, für die Leute im Livestream ist es egal, aber für die Leute, die jetzt den Podcast hören, nicht. Ja, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber, und zwar die Szene, wo sie gefangen werden. So, ne? Ja. Und wir müssen auch nochmal über Clayton reden. Ja, wo sie dann gefangen werden, weil Clayton ist der Bösewicht und so und blablabla. Ich finde tatsächlich ein Bösewicht. Da musste ich schmunzeln. Ich weiß nicht, wer das von euch auch vielleicht mitbekommen hat, aber Tarzan ist ja so ein übertriebener, sportlicher Dude. Ne? Mhm. Der ist ja mal so trainiert, Maschallah, kein einziges Gramm Körperfett mehr dran, weil einfach alles pure Muskeln. Die Oberschenkel des Todes. Ja, einmal unter seine Oberschenkel, zack, Genickbruch. Aber als er versucht hat zu fliehen, ist da so ein älterer Seemann mit Bierbauch, der denselben Sprung macht wie er, der genauso schnell da hochkommt wie er. Die Dudes, die da halt irgendwie arbeiten, die gar nicht gewohnt sind, so wie er halt irgendwie hin und her zu jumpen, schnappen ihn und kommen ihm halt sehr nah bei dieser ganzen Aktion. Wo ich mir so denke, wenn man mir jetzt sagt, und ich bin auch sportlich, so ist jetzt nicht, ich bin jetzt auch sportlich, wenn mir jetzt sagt, Katja, komm, spring mal von A nach B, let's go. Ja, ich würde mich ja so maulen und keiner von denen hat sich gemault. Die sind alle ihm hinterhergekommen. Und ich mir denke, wie? Also jetzt Disney, mal ernsthaft. So, wenn ihr doch schon Bösewichte macht, ja, und halt, die sollen, dann gibt ihnen doch so ein Fragezeichen auf den Kopf, so von wegen, oha, er ist voll krass. Weil ja, grundsätzlich hat man ihn ja dann später eingesackt, weil er halt runtergefallen ist. Aber so im Anfangsstadium, ich weiß nicht, ob du halt dahin jetzt skippst, wo er dann halt, wo versucht wurde, ihn zu schnappen, da ist so ein Bierbauch-Dude, der so easy peasy da hochkommt, hochgejumpt, wo da reingemacht wurde. Dann die anderen Dudes können auch, ne, so bam. Ja, aber ich meine, das ist halt so, Mötinger, ich weiß nicht, so Bierbauch ist ja jetzt halt meistens, der hat halt schon gut ordentlich vorne was gehabt, ist ja meistens so ein Indiz, dass du jetzt halt eben kein Parcours-Trainings-Fitness-Dude bist. So, weißt du, was ich meine? Es war für mich ganz, ganz komisch. Weil ich war so,
Er ist so fucking trainiert und trotzdem schafft er es nicht zu fliehen. Da war ich traurig. Mhm. Weil ich mir so dachte, so, er kann durch den ganzen Dschungel an der Liane und an den jeweiligen Ästen entlang surfen. Das ist kein Problem. Kriegt er alles super hin. Gar kein Thema. Aber bei einem, also, aber da kommt er nicht raus aus der Bredouille? Really nicht? Er hätte doch, ja. Er hätte doch ins Wasser springen können. Ja, also ich glaube, also Punkt A ist wahrscheinlich, er will nicht fliehen alleine, weil er will ja Jane und ihren Vater nicht da zurücklassen. So. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, er wird ja dann letztendlich geschnappt, weil er dann ja da an den Schornstein? Nee, nicht Schornstein, aber ja, ich weiß, nee, was du meinst. Das weiß, es ist ein Dampfschiff und er will da an dieses Ding. So, und da kann er sich halt nicht halten, weil das aus Metall ist. Und das kennt er ja auch nicht so. Und dann fällt er runter. Und dann schnappen die ihn sich so. Und deswegen. Digga, also, der hat gegen einen Jaguar gekämpft und gewonnen. Dann willst du mir sagen, dass die Männer dort, die ihn attackiert haben, halbwegs mit ihm mithalten können. Er fällt mehrere Meter in die Tiefe. Nicht. Ich meine das davor. Das davor, wo er auf irgendwas da halt hoch irgendwie jumpt und alle ihm hinterher und dann ist er auf dieser Kette, da jumpt er auch hin. Auch da alle hinterher, wo ich mir so denke, Bruder, wie sportlich seid ihr auf so einem Schiff? What the fuck? Cool. Und dann springt er ja erst halt rüber. So, und diese Stelle vorher war ich so, wieso, wie, warum? Der hätte doch den eiskalt in die Fresse boxen können. So, oder wegkicken können. Der hätte sich doch wenigstens irgendwie wehren können. Ich meine, der hat gegen Jaguar gekämpft. Weißt du, was ich meine? An dieser Stelle stelle ich übrigens natürlich nochmal richtig, dass das natürlich kein Jaguar ist, weil Jaguare leben ja ganz woanders. Das ist eine Leopardin. Achso, Entschuldigung. Dann eben ein Leopard. Ja, aber ich habe ja auch die ganze Zeit Jaguar gesagt, warum auch immer. Es ist natürlich eine Leopardin, weil wir sind ja in Afrika. So, und Jaguare gibt es eben in Südamerika. Genau. Oder so. Ich sehe jetzt das Problem irgendwie nicht so wirklich. Doch, weil ich mir so denke, ihr wollt schon Tarzan super krass machen. Ist er ja auch. Weil er halt irgendwie gegen seinen eigenen Vater, da halt irgendwie so Ziehvater, gegen einen fucking großen Gorilla gekämpft hat. So, und ihn halt stillhalten konnte, damit sie fliehen. Der hat gegen einen Leoparden gekämpft, hat den ermordet und, ist voll, Digga, Maschallah Tarzan. Und in der Szenerie kann er sich nicht einmal wehren? Was ist da los? Also ich glaube einfach, dass er in dem Moment jetzt auch wirklich nicht Erfolg hat, weil man vielleicht auch irgendwie nochmal klarstellen wollte, so, er ist jetzt gerade in einer Umgebung, die er gar nicht kennt, die er nicht gewohnt ist. Wäre das im Dschungel passiert, wäre das vielleicht anders verlaufen. Aber er kennt so ein Schiff nicht. Er ist zum ersten Mal auf so einem Schiff. So. Er weiß nicht, was Metall zum Beispiel ist, was Stahl ist. Und das ist für ihn komplett ungewohnt. Das ist was Neues. Er ist deshalb auch verunsichert. Dann hat er natürlich Angst um Jane. Da kommen, finde ich, so mehrere Faktoren zusammen, weswegen das nicht gut ausgeht in dem Moment. Ja, so. Nee. Deswegen sehe ich da jetzt nicht so wirklich dieses Problem. Ja, ich hätte krasser mir gewünscht, als alle anderen Leute auf diesem Schiff. So. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass er wenigstens einem aufs Maul gehauen hat. Er hätte. So einen von denen, weißt du, so die sich wenigstens ein bisschen wehren. So, du weißt doch, du bist krass. So wenigstens irgendwie wen wegkicken und dann halt irgendwie wegspringen oder so. Aber so hat man ihn halt dargestellt, als wäre er halt so jetzt am Ende durch halt eben, weil er sich in Jane verliebt hat und so weiter und so fort, voll der Lappen geworden. Mhm. Und das fand ich halt schade, weil ich mir so denke, ihr habt ihn die ganze Zeit so hochgepriesen, dass er so ein krasser, starker Mann wird. Und so crazy. Oh, stimmt, das ist auch ein Punkt, Dima, genau. Er hat Schuhe an. Er hat vorher noch nie in seinem Leben Schuhe angehabt.
Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass man ihn ein bisschen krasser darstellt. Ja. Über den ganzen Film verteilt ist er übelst krass und der absolute... So, und dann auf einmal kann er nicht mal einmal zuschlagen. So. Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Also jetzt hier nicht fördern von Gewalt, Kinder. Ich meine, unabhängig mal davon, dass bei Tarzan einfach mehrere Leute zu Schaden gekommen sind und sich geprügelt haben und Gewalt ganz, ganz klar zu sehen war, hätte ich mir halt einmal schlagen irgendwie mehr von Tarzans Seite gewünscht. Ich meine, Dicky, der hat halt einen Leoparden umgebracht. So, als ob er nicht in der Lage wäre, irgendeinem Dude mit einem Bierbauch eine reinzupfeffern. Weißt du? Mhm. Auch mit Schuhen. Kann man besser treten. Apropos Gewalt. Clayton. Clayton. Wir müssen über Clayton reden. Ich finde, Clayton ist ein guter Bösewicht. Ja. Der ist schmierig, der ist unsympathisch, aber auch charismatisch irgendwo. Und gibt halt auch diese eine lustige Stelle da, wo er Tarzan am Anfang da versucht zu erklären, so was eigentlich hier ein Gorilla ist und so. Deswegen sie halt da vor Ort sind und Tarzan rafft das natürlich überhaupt nicht. Die finde ich sehr, sehr witzig. Und und er ist halt auch wirklich auch eben angenehm böse. So. Das ist schön gesagt. So, er ist angenehm böse. Mhm. Ja. Er ist wirklich, ich finde, er ist echt ein sehr, 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 sehr guter Antagonist, der ein, ja, wieder mal einer der Disney-Schurkentode der etwas härteren Sorte, wie er sich da am Ende quasi selbst erhängt. Und man sieht nicht. Dann da den Schatten von dem baumelnden, erhängten Clayton. Wenn dann da der Blitz ist und dann quasi kurz die Szenerie erhält und dann siehst du diesen Schatten und so. Und von uns beiden der Creep an der Stelle, ich, die dann mit einem breiten Grinsen dort war und war so, ja, mach's nochmal, ich will's nochmal sehen. Ja. Ich erinnere nochmal an Ariel, ja, dass das da, wie Ursula das stirbt, für dich ganz schlimm war. Weißt du warum? Ursula war nice. Und Ariel hat's verdient. Vielleicht ist Ursula, wie gesagt, gar keine Bösewichtin, sondern wollte ihr einmal zeigen, dass sie mit ihrer komischen Art und Weise einfach mal komplett falsch liegt und sich nicht eben alles erlauben kann. So, und deswegen finde ich, dass Ursula es nicht verdient hat, so zu sterben. Clayton schon. Verstehst du? Das ist ja immer so weil der ist ja auch böse und gemein, weißt du? Mhm. Und der hat auch nicht diese Audacity, diese Mashallah, Ursula, so hat er ja nicht. Sondern ist halt Clayton. So. Aber weißt du, an wen mich Clayton erinnert? An wen? Kennst du Atlantis? Ja, klar. Den Hauptmann. An den erinnert mich Clayton sehr stark. Ja. Es sind tatsächlich zwei sehr, sehr ähnliche Figuren. Mhm. Weil auch der macht diese Expedition mit. Mhm. Mit dem einzigen Ziel, da irgendwie Gewinn rauszuschlagen. Finanziellen Gewinn. Irgendwas Wertvolles zu finden, das mit zurückzubringen und so. Und damit Kohle zu verdienen. Ja. Und ich sag's dir, die sehen ja auch sehr ähnlich aus. Ich sag's dir, das ist entweder sein verschollener Bruder oder Cousin oder die haben einfach dieselbe Schablone benutzt. Disney hat einfach entweder, ich weiß nicht, was zuerst war, Atlantis oder Tarzan, aber ich glaube Tarzan. Die haben einfach Clayton genommen und waren so, ja, der war ganz solide, wir nehmen noch einen. Einmal bitte zum Mitnehmen, danke. So wie bei den Tulpen heute, einmal bitte zum Mitnehmen, danke. So. Ja. Die sind super ähnlich, auch vom Auftreten und so weiter. Einfach nur wirklich, als wären es Cousins oder Brüder. Mhm. Plus, dass der eine schwarze Haare hat und der andere weiße. Genau, ja. Ja. Aber grundsätzlich müssen wir sagen, auch wenn Tarzan ein bisschen zu glatt gebügelt ist,
ist das ein fantastischer Film. Auch vor allem mit der Musik von Phil Collins. Ja, ich finde das so lustig. Über die Musik reden. Ich finde das so lustig, wenn er anfängt, auf Deutsch zu singen. Ich finde das so lustig. Es ist fantastisch. Also ich bin ganz ehrlich, damals fand ich das irgendwo cool, weil ich dachte mir so, hey, guck mal hier, Phil Collins, der singt auf Deutsch. Das ist doch mega cool. Heute, ja, es ist lustig, aber ich kann mir auch den Film auf Deutsch angucken. Absolut kein Problem. So, das macht es mir jetzt nicht madig. Aber wenn ich mir die Songs auf Spotify anhöre, höre ich mir die englische Version an. Hm. Da ist nicht die deutsche unter meinen Favoriten zu finden. Warum? So. Nee, ich. Findest du, er kann nicht gut Deutsch singen? Ich finde schon. Es ist halt, du merkst halt einfach, dass es nicht so ist, dass Phil Collins ein bisschen Deutsch sprechen konnte und man sich deshalb dazu entschieden hat, ihn das auf Deutsch singen zu lassen, sondern die haben es halt einfach, weiß ich nicht, warum sie es konkret letztendlich gemacht haben, aber es war halt so, ja, Phil, sing doch die deutsche Version. Komm, warum nicht? Und also du merkst halt wirklich ganz klar, da singt jemand in einer Sprache, die er überhaupt nicht spricht, so gar nicht. Hm. Und ich finde, das merkt man. Und also es ist gut gesungen, so, da will ich jetzt gar nichts gegen sagen, aber... Oh, oh, ja. Oh, jetzt kommen die ganzen Leute, ne, der Nerdy ist auf Twitch aktiv und auf Insta zu finden. Ihr könnt ihm gerne schreiben, dass er Unrecht hat. Ja, komm vorbei und schreibt mir das. Wir können gerne darüber diskutieren. Absolut kein Ding. Ja, können wir auch machen, wenn ich nächste Woche Zelda spiele. Kein Thema. Mhm. Nee, also, ja, wie gesagt, deswegen. Aber ich mag die Songs sehr. Ja. Ich mag ja, vor allem ja. den... Im Original heißt er Strangers Like Me, im Deutschen heißt er Fremde wie ich. Mhm. Mein absoluter Lieblingssong aus diesem Film, den finde ich fantastisch, weil er so, er fängt an mit so, ja, okay, ich lerne hier etwas über Menschen, über deren Kultur und so weiter und so fort, und das interessiert mich total. Und ab der zweiten Strophe dann auf einmal schwingt es über hin zu einem Liebeslied. Und ja. finde ich super schön. Und auch die anderen Songs sind echt cool, so, ist halt super poppig, ich meine, ist halt Phil Collins, ist ein wirklich, wirklich echt schöner Soundtrack. Ja, finde ich auch, also ich finde... Habe ich auch CD gehabt. Gut, ich nicht, aber ich finde, also Tarzan ist für mich ein ganz toller Film. Es ist nicht einer meiner Lieblingsfilme, wird es auch nicht sein, aber man kann ihn auf jeden Fall sich angucken und das halt auch mehrmals und gerne und immer wieder, weil es ein schöner Film ist. Mhm. Ganz einfach, weil es einfach ein schöner Film ist. Ja. Und that's it. Ich finde es übrigens ganz interessant, die deutsche Version, die deutsche VHS-Version ist tatsächlich um 52 Sekunden gekürzt. Wieso das? Weil... Damit der Film damals eine FSK-Freigabe ohne Altersbeschränkung erhalten konnte. Wegen den Leichen. Und das ist genau der Gedanke, den ich jetzt gerade habe. Ja, Mann! Weil ich konnte mich nicht an diese Szene erinnern, dass man die Leichen von Tarzans Eltern sieht. Ja. Und ich hatte, ja. Und ich hatte die VHS. Und ich kann mich nämlich auch nicht daran erinnern. VHS. Ich hatte auch VHS. Und ich wette, die Szene fehlt nämlich auf der VHS. Ja, ich kann mich nämlich auch, wir waren beide so, hä, was, wieso, seit wann sind da die, was? Ja, du hast komplett recht. Ja, ich meine, das mit Clayton ist komplett drin in der VHS-Version. So, weil das habe ich immer noch ganz klein in Erinnerung gehabt. Aber ja, das habe ich auch in Erinnerung gehabt. Die muss gefehlt haben, ja. Da wollten sie unbedingt sagen, so, nee, wenn der FSK 6 draufsteht, nee, ist blöd, wir wollen ohne Altersbeschränkung. Interessanterweise ist aber die DVD-Version von Tarzan, die ist ab 12. Oha. Wegen der Extras. Wobei ich das jetzt nochmal kurz... Oh mein Gott, gibt's da Hentais von Clayton und... Ich glaube, Hentais wären nicht ab 12. Apropos... Okay, ich weiß nicht, also wie gesagt, das ist jetzt auch... Info ist halt von der deutschen Wikipedia-Seite. Ne? Hier steht halt, die Extras des Films erhielten die Altersfreigabe FSK 12, sodass die ganze DVD die FSK 12 bekam. Und die gekürzten Stellen wurden aber nicht wieder hinzugefügt.
Mhm. Und jetzt bin ich aber gerade auf Amazon und habe da geschaut und da kriegst du die DVD und da steht FSK 0 wiederum drauf. Mhm. Apropos. Wie zuverlässig das jetzt also ist, keine Ahnung. Apropos. Und ihr wollt es alle wissen, ich weiß das. Ja, auf der Hentai-Seite gibt es ein Tarzan-Porno. So. Damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Aber das ist nicht so romantisch mit dem guten Tarzan und Jane, wie sie dann so inniglich endlich zueinander finden und alles. Nein! Clayton und Tarzan bängen, beziehungsweise Clayton bängt Tarzan. Das ist sehr verstörend und überhaupt nicht anatomisch korrekt, aber es ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, ich habe nachgeschaut. Ja. Ansonsten, was ich auch noch sehr interessant finde, ist, der Wikipedia-Artikel umfasst einen sehr, sehr langen Abschnitt mit den Unterschieden zwischen dem Disney-Film und dem Buch. Tarzan-Roman. Der ist sehr, 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 sehr lang. Ja, Tarzan ist eine Romanfigur. Ne? Tarzan bei den Affen, erschienen 1912, geschrieben von Edgar Rice Burroughs. Die Unterschiede sind natürlich, wie sie es immer sind, so sehr, 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 sehr groß. Also zum Beispiel, ich will nicht alles vorlesen, aber zum Beispiel, Sabor ist im Original keine Leopardin, sondern eine Löwin. Mhm. Und bringt auch nicht Tarzans Eltern um, sondern Kerchak bringt Tarzans Vater um. Und die Mutter auf natürliche Art und Weise. What? Okay, ja. Und wie geht's dann weiter? Moment, warte. Also warte, die Eltern werden übrigens, die werden während einer Meuterei ausgesetzt. Und es gibt also keinen Schiffbruch. Tarzans Mutter stirbt eines natürlichen Todes. Kerchak bringt Tarzans Vater um. Mhm. Und Carla rettet dann aber Tarzan als Säugling vor Kerchak. Was haben wir noch? Tantor ist kein Hypochonder. Ach nee. Mhm. Sondern ein ehrwürdiger alter Elefant, der von allen anderen Dschungelbewohnern bewundert wird. Mhm. Mhm. Und was auch super interessant ist, Clayton ist Tarzans Cousin. Na? Tarzan heißt nämlich eigentlich Lord John Clayton III. Von Greystoke. Was? Mhm. Oh mein Gott, bitte, was? Das macht jetzt diesen Hentai noch mal ein bisschen... Oh mein Gott! Noch mal ein bisschen prickelnder. Oh mein Gott! Ich. Oh nein! Bah, bitte nicht... Bah. Nee. Oh, das ist auch interessant. Im Buch trägt Tarzan erst mit Mitte 20 einen Lendenschurz, nachdem er einen Kannibalen getötet hat. Als Kind und Jugendlicher war er komplett nackt. Eine Erklärung, wieso er später Kleidung trägt, gibt es in der literarischen Vorlage allerdings nicht. Mhm. Punkt. Auch okay. Interessant. Ja. Vielleicht fand er das halt einfach nur hübsch, den Lendenschurz. Und hat gesagt, okay, den trage ich jetzt auch. Wieso hat das Disney nicht verfilmt? Ich wäre voll dabei gewesen. Ja, ich glaube, da muss man sich dann irgendwelche anderen Tarzan-Filme angucken. Gibt ja zuhauf welche. Verdammt. Also, es gab doch erst vor ein paar Jahren einen Film mit Alexander Skarsgård und Samuel L. Jackson und noch einigen anderen. War der ohne Lendenschutz? Nein, der war mit Lendenschutz. Damn! Der ist aber auch, Kann man bitte Tarzan verfilmen ohne Lendenschutz? Getreu dem Buch, natürlich. Das gibt's dann wahrscheinlich auch nur auf anderen Seiten.
So. Mit einem P vorne dran. Man könnte es blören. You know? Ja. Was steht denn da noch so Interessantes über den Tarzan? Ja, was haben wir hier noch? Also wie gesagt, irgendwas ja, Krasses. Ne, im Buch gibt es halt irgendwas so Spannendes. Im Buch gibt es halt so einen Kannibalenstamm. Der fehlt hier natürlich in diesem Film aufgrund der Political Correctness. Mit Sicherheit nur. Wieso? Wurde Kannibale nicht gegendert? Kannibalin? Oder was? Wieso? Gendern gab's damals noch nicht. Wieso? Wegen was? Wieso denn politisch? Hä? Wieso? Hä? Wieso denn politisch? Kannibale ist Kannibale. Fertig. Verstehe jetzt den politischen Aspekt nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht weil Afrikaner und so. Urwaldmenschen. Ach so. Weil die Leute, die im Dschungel leben und eventuell halt wirklich Kannibalen sind, dann jetzt aufhören, Kannibalen zu sein, weil sie sich dann halt sonst obvious angegriffen fühlen. Weil die Leute, die im Dschungel leben, das auch gucken, den Tarzan. Und sagen, halt, stopp! Ich glaube, es geht nicht um die Leute, die im Dschungel leben, sondern ich glaube, es geht einfach nur um so eine, so dass man dem Film nicht irgendwie nachsagen könnte, so, oh, das ist aber schon irgendwie ein bisschen, aha, stellt also hier die Afrikaner. Ja, als so wie auch bei da. Den, so wie bei den, wie bei den Ureinwohnern bei Peter Pan. Genau dasselbe Prinzip. Das waren dann auch die Ureinwohner und die waren ja, nicht rot im Gesicht. Ja, aber Peter Pan ist ja auch ein paar Jahrzehnte länger her. Ja, weiß ich jetzt trotzdem nicht. Man hätte sie auch weiß machen können. Ja, ansonsten, Tarzan Disney. Bringt sich im Buch selbst lesen und schreiben bei. Ja, natürlich. Mach ihn noch komischer. Klar. Ja. Und die Affen sind im Buch eine Gorilla-ähnliche Spezies. Sie sind keine... Mm. Es sind nicht direkt Gorillas. Oh, okay. Ja. Ja, cool. Ja, jetzt seht ihr, Kinder, habt ihr noch was gelernt, falls ihr die Story, die Original Story von dem Nakidai Tarzan lesen wollt und die KannibalInnen und die affenähnlichen Figuren, dann müsst ihr euch leider das Original reinziehen, das werde ich höchstwahrscheinlich nicht tun und ich bezweifle es auch bei Nerdy. Ja. Nee, so. Vor allem, also Buch lesen, um Gottes Willen. Wir wecken Bücher. Podcast. Hörbuch. Nee, aber Tarzan ist ein fantastischer Film, kann man halt einfach nur empfehlen. Ist halt Classic. It's an Icon-Classic-Film, so. Wir können da gar nicht groß meckern, ohne dann halt mit Mistgabeln auf einmal Leute vor unserer Tür stehen zu haben. Das heißt, es ist ein guter Film, bitte tötet uns nicht. War ja tatsächlich auch, es ist ja im Grunde genommen, ist es ja Tarzan das Ende, also stellt das Finale dieser Disney-Renaissance-Ära dar. Ja. 99, weil danach kam dann halt Phantasia 2000, Dinosaurier, Königreich für ein Lama, Atlantis, Lilo und Stitch, Schatzplanet, Bärenbrüder und die Kühe sind los. Und von denen war ja dann keiner mehr so überaus erfolgreich. Ja. Und deswegen würde ich zumindest behaupten, dass Tarzan tatsächlich das Ende dieser Renaissance-Ära ist. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Aber wir haben ja jetzt den guten Tarzan mal durchleuchtet. Jetzt genau. Müssen wir natürlich wissen, weil du bist dran. Ja! Welcher Film wird das sein? Was gucken wir kommende Woche? Was besprechen wir im nächsten Podcast? Ich habe mir überlegt, weil wir jetzt, wie gesagt, eine ganze Reihe an etwas jüngeren Filmen, also oh nein. Sehr viele jüngere Filme in letzter Zeit hatten, dachte ich, okay. Ja, Tarzan, der jüngere Film, aber oh nein. Oh nein. Ja, ich weiß, dass der 24 Jahre alt ist. Ja, danke, ich weiß, ich bin alt. So, oh egal, nein. 90er ist für mich noch gestern. So, nein, Man in Black ist nicht bald schon 30 Jahre alt. No. Nein, okay. Ich habe gedacht, okay, ich nehme nochmal was Älteres, aber ich will nichts nehmen, wo es um Tiere in dem Wald geht. Und ich nehme auch keinen Film, wo ich weiß,
dass ich es bereuen werde, dass ich den nehme. Da bin ich noch nicht bereit für. Mhm. Es ging nämlich ein Film, den ich selbst noch nie gesehen habe, wo ich super neugierig bin. Okay. Super neugierig. Weil ich den schon seit Ewigkeiten gucken will und jetzt wird diese Gelegenheit genutzt. Es ist ein Film, ist wahrscheinlich einer der größten Flops, die Disney jemals produziert hat. Und vielleicht ist es auch gar kein guter Film. Ich weiß es nicht, aber es ist super interessant. Komm zum Punkt. Du kommst aus Berlin. Für Disney ist, wir gucken Taran und der Zauberkessel. Oh ja! Ja! Ich bin so gespannt drauf. Auf ja! Finde ich gut. Finde ich gut. Nerdy! Finde ich fantastisch. Sehr cooler Film. Ich habe ihn sehr verstörend, aber sehr cool in Erinnerung. Ja, Mann, ich bin voll dabei. Und ich weiß, du hättest Cinderella auf dem Schirm gehabt. Ja, das war dieser Film, wo du es bereut hättest danach, ja. Nee, da habe ich jetzt gerade eher an andere Sachen gedacht. Aha. Was denn? Also tatsächlich hab ich für einen kurzen Augenblick dran gedacht, Dschungelbuch zu nehmen. Ja. Aber dann fiel mir ein A, Tiere im Wald. Und B, hätten wir dann auch noch die Realverfügung direkt auch noch wieder gucken müssen und so. Und das wäre zeitlich, glaube ich, jetzt ein bisschen schwierig geworden. Deswegen Taran und der Zauberkessel. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ich glaube, ich mag den Film. Ist auch schon Ewigkeiten her, dass ich den geguckt habe. Also, liebe Leute, aus dem Podcast-Universum und aus dem Stream-Universum und aus dem YouTube-Universum. Leute, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut auf Discord oder auch mal bei Nerdy. Der Nerdy ist, wenn wir das zusammen gucken, bei mir auf meinem Discord unterwegs. Und wir gucken das immer mit der Community zusammen. Das heißt, ihr seid auch herzlich eingeladen, mal dabei zu sein, wenn wir dann Taran und der Zauberkessel mal wieder so richtig die alten 90er rausholen und uns das mal reinziehen. Weil ich weiß noch, das letzte Mal habe ich das geguckt, da war ich ein Kind. Das heißt, es wird für mich Nostalgie pur. Komplett. Und für dich was komplett Neues. Für mich deswegen, was komplett Neues, ja. Deswegen, ich bin super gespannt, wie du den aufnimmst oder wie ich ihn aufnehme. Und genau, Dima, ja, das habe ich halt nicht erwähnt, aus einem sehr guten Grund, weil ich bin ja diesen Montag bei der guten Katatsuri, also morgen. Das heißt, ich weiß halt noch nicht, ob es beim Montag bleibt, je nachdem, wann ich halt wieder da zurückkomme. Aber allerspätestens wird es dann aber am Freitag geguckt. Weil nach Freitag? Allerspätestens, wenn wir es in der Woche. So. Wieso? Weil Freitag nicht klappt. Ach so, Freitag ist ja das Konzert. Oh mein Gott, du hast recht. Ja, dann muss es halt an einen anderen Tag geguckt werden. Mal gucken. Ich kann es dir nicht sagen, wann, wie, wo, was. Dann Montag irgendwie, keine Ahnung, wieder bis in die Puppen bis um 4 Uhr, ist mir egal. Ja, bis 4 Uhr ist ein bisschen schwierig, aber. Ja, aber wie gesagt, müssen wir halt gucken, wann wir das schauen. Na? So, deswegen mag ich das halt nicht immer so dieses Montag. Immer zwischen 20 und nein, das ist ja nicht der Fall. So, manchmal kommt ja was dazwischen. Anyways. Ja. Wer jetzt gerade auch ein bisschen gehypt ist auf die alten Filme und Bock hat, da mit uns reinzuschnuppern, beziehungsweise unsere Meinung dazu hören will, kann gerne beim Podcast hier einmal reinfordern und 5 Sterne geben, wenn es euch unterhalten hat. Andernfalls, wenn ihr den Podcast überhaupt nicht mögt, gebt trotzdem 5 Sterne, einfach als Trinkgeld. Und wer halt sagt so, was hat denn Katja vorhin gezeigt für ein Bild, das habe ich gar nicht mitbekommen, damn, jetzt weiß ich gar nicht, wie das Bild aussah, dass Tarzan die Liane hinten an seinem Popo geklemmt hat, der muss bei YouTube einmal vorbeikommen, und zwar unter BG Katja findet ihr das Video ein paar Wochen später gereuploadet. Und wer das zukünftig nicht verpassen will und sagt, oh mein Gott, ich möchte mich auch hier, weil hier sind halt so manchmal Kommentare, die wir dann halt auch rauspicken, zum Beispiel auch der vorhin mit der Teetasse, dass es halt angesprochen wurde und so. Wer da halt auch eben mit dazu beitragen möchte, dass der Podcast, dass eure Stimme gehört wird oder halt, dass eure Meinung gehört wird, auch gerne bei mir oder bei der unterstrich Nerdy mal bei Twitch vorbeischauen, dann können wir gerne über eure Meinung beziehungsweise eventuell für zukünftige Videos oder halt zukünftige Filme, die wir dann halt analysieren, eure Stimme auch hören und lesen. Und
Ihr findet uns überall auf allen möglichen Plattformen, die nicht pornografisch sind, außer beim Nerdy, da weiß man nie. Aber, noch nicht verraten. Das soll nur eine Überraschung werden. Aber auf Twitch, Insta, YouTube und so weiter und so fort findet ihr einmal der_nerdy. Er livestreamt und postet fleißig und bei mir dasselbe. BG Katja findet ihr auf allen möglichen Plattformen, die nicht pornografisch sind. Denn nein, meine Möpse seht ihr nicht on cam. Onlyfans gibt's nicht. So, das bedeutet, wünschen euch, ja. Ich mach eine eigene Webseite auf. Der wilde Nerdy? Nee, nenne ich dann X-Blobfisch. Ja, okay, der ist auch gut. Ja, X-Blobfisch finde ich auch gut. Und, was auch wichtig ist, es gibt eine Special-Folge, die werden wir jetzt gleich im Nachgang abdrehen. Und zwar, wir waren gestern bei 100 Jahre Disney und dann in Concert. Und da werden wir euch jetzt gleich berichten, wie das so ausschaut und was wir dort gemacht haben, wen wir dort gesehen haben und was unsere Lieblinge waren und was wir überhaupt nicht mochten und bla 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 bla. Genau. Die Lästerei kommt gleich. Genau, und alle, die das hier gerade jetzt nicht live hören auf Twitch, sondern die den Podcast hören, auf Spotify oder so, die Folge, diese Special-Folge, die gibt es dann, ich würde jetzt einfach mal sagen, am Mittwoch erscheint die. Also ihr müsst gar nicht bis nächsten Montag warten, sondern nur 2 Tage oder weiß nicht, vielleicht haue ich diesen Podcast tatsächlich auch noch heute am Sonntag raus, keine Ahnung. Wie du möchtest. Nur maximal 2 Tage warten, dann gibt es schon wieder neues Futter. Genau, wir füttern euch doch gerne. So, und an der Stelle wünschen wir euch beide einen wundervollen Tag. Wünschen wir beide euch einen wundervollen Tag und eine wundervolle Woche. Und lasst euch nicht ärgern, ansonsten sagt es uns, wir kommen vorbei und debattieren denjenigen zu Tode mit Disney-Fakten. Und in ein paar Tagen gibt es eine Bonusfolge und ich mach's gut. Macht's besser. Und bis zur nächsten Folge, bis zu Taren und der Zauberkessel. Bis denn. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. They banished me, never to be seen. To a place where the air's always filled with screams. So hot that the land only grows weeds. A place filled with demons and ghosts, tumbleweeds. Betrayed by some comrades at Tu Brute. I'ma get you all back. It's not if, no, it's when. Better watch out, cause I'm coming for revenge.